Ja, willkommen zu unserem Projekt Videoquiz-Plattform. Das war das Problem. Wir haben gemerkt, dass es sehr viele Lernschwierigkeiten in der Corona-Zeit gibt und wollten Bildung digitaler gestalten und Aufgaben in dieser Zeit interaktiver machen. Und wir haben gemerkt, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, sich über geschaute Videos auszutauschen und damit zusammenzuarbeiten. Die Lösung waren Videos über Unterrichtsinhalte, wo man sich im Live-Chat austauschen kann. Und am Ende gibt es ein Quiz zum Austauschen der Lösungen. Für das Frontend der SPA Framework aufgesetzt. JavaScript war auch eher Ground, Script eher Background. Socket war für den Live-Chat zuständig, der die Nachrichten direkt weitermittelt hat. Hier seht ihr jetzt einen Screenshot von dem Excalibur, in dem wir erstmal die Designideen für die Webseite aufgezeichnet haben. So war der Entwurf für die Themenseite. Dort sollte man zwischen den einzelnen Fächern, in dem Beispiel jetzt Deutsch, Englisch, Mathe, Physik und Musik auswählen können. Unten drunter die sehr schön dargestellten Punkte sollten dann die einzelnen Videos sein, auf die man dann klicken kann. So war der Entwurf, das ist der Entwurf für die Live-Chat- und Videoseite. Logischerweise links oben, sollte das Video sein. Rechts ist der Live-Chat, in dem man reinschreiben kann und in dem dann angezeigt wird, wer geschrieben hat, was er geschrieben hat und zu welcher Uhrzeit er geschrieben hat. Unter dem Video sieht man dann noch Titel und kleine Videobeschreibung und noch mögliche weitere Videos passend zum Thema. Außerdem kann man auch wieder zurück auf die vorherige Seite klicken oder weiter zum Quiz. Das ist der Entwurf für die Quiz-Seite. Im Quiz steht erstmal oben dann die Frage und darunter die möglichen Auswahlmöglichkeiten. Außerdem optional noch weitere Lerninhalte. Und sendet man das Quiz dann ab, kommt eine Auswertung, die einem dann sagt, was man richtig gemacht hat oder ob man es richtig gemacht hat. Kommen wir jetzt zu der Live-Preview. Wir haben einmal ein Frontend gebaut. Da kann man einen Raum setzen und ihn dann laden. Vielleicht geht es hier gerade nicht. Ich probiere das mal auf der Seite und setze einen Raum und dann wird der geladen. Theoretisch müsste jetzt hier ein Video gezeigt werden. Hier kann man dann den Chat benutzen und mit dem Knopf kann man dann das Quiz anzeigen lassen. Die Daten für das Quiz kommen eben, wie schon vorher erwähnt, in einer JSON-Datei. Diese sind nämlich sehr schön auszulesen für den Computer. Und es wurde ja vorher ziemlich gut gezeigt, was dort alles enthalten ist, wie beispielsweise das Video oder die Fragen und die Antworten für das Quiz. Wie wir unsere Plattform noch weiterentwickeln wollen. Wir wollen einführen, dass man die Antworten von anderen angucken kann, was die geantwortet haben auf den Quiz. Zum Beispiel wollen wir auch machen, dass man ansehen kann, wie viele Mitglieder die richtige Antwort abgegeben haben.
Und die verschiedenen Räume werden wir noch verbessern und wir wollen noch ein synchronisiertes Gucken der Videos einführen. Okay, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Den Quellcode finden Sie auf dieser Adresse und...